Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, ungewöhnlich, die Beta 2 von iOS 12.4 ist gerade mal eine Woche nach der Beta 1 schon erschienen. Ja, was fragt ihr euch, ist daran ungewöhnlich? Naja, normalerweise dauert das am Anfang, wenn eine neue größere Update-Version wie Punkt 4, Punkt 3 und so kommt, erst immer 2 Wochen, bis hier die neue Beta kommt und erst gegen Ende wird es dann ein bisschen flotter, dass Apple dann im Wochenrhythmus das Ganze veröffentlicht und raushaut mit neuen Betas. Also, ja, etwas ungewöhnlich. Dass hier nach einer Woche schon die Beta 2 da ist. Ich habe sie natürlich installiert hier auf dem iPhone 5S und auf dem iPhone 6. Und das war ein kleines Update. Ihr seht, gerade mal 60 MB hatte ich hier. Und beim iPhone 5S war das ganz ähnlich. Da war es sogar noch ein klein bisschen weniger. Da waren es irgendwie 56 oder sowas. Also ein kleines Update, von dem wir uns natürlich keine Features hier versprechen dürfen, keine neuen Funktionen. Schauen wir uns kurz den Speicherplatz an. Vor dem Update hatte ich 25,78 bzw. 3,36 GB frei. Tja, und nach dem Update waren es 25,79 und 3,4. Also ein klein wenig haben wir wieder verloren hier bei der Speichergröße. Aber was steckt jetzt drin in der neuesten Version? Tja Leute, eigentlich mal wieder nicht wirklich etwas, was hier vermutet werden kann, dass Apple den Release der Apple Card vorbereitet, das heißt dieser Apple Kreditkarte, dass die noch eingeführt wird hier mit iOS 12.4. Das ist ganz stark zu vermuten, denn ansonsten gibt es ja hier nichts Neues mehr und das wäre dann das kleine Geschenk hier an die älteren Gerätschaften, dass die auch noch hier die Apple Card dann bekommen, bevor sie dann von iOS 13 nicht mehr unterstützt werden, was ja leider bei den beiden hier, also beim 5S verstehe ich das, aber leider auch bei im 6er wahrscheinlich so aussieht, dass auch das mit iOS 13 kein Update mehr bekommt oder gar kein iOS 13 Update mehr bekommen wird. Von daher, ich habe hier mal die Geekbench, da könnt ihr die vergleichen. Die sind, ich lese es gar nicht vor, die sind identisch. Also so minimale Unterschiede, da ist eigentlich kein Unterschied. Es gab hier noch eine kleine weitere Ungewöhnlichkeit, sage ich mal so, und zwar bei der Beta 1. Denn 12.4 Beta 1 erschien nur für die Developer Beta und gar nicht für die Public Beta Tester, was auch eine ungewöhnliche Sache ist. Dafür gibt es jetzt hier 12.4 Beta 2, zeitgleich für die Developer und für die Public Beta Tester. Also da geht schon einiges durcheinander. Ja, ansonsten kann ich euch nicht mehr dazu sagen, Freunde. Ich habe jetzt hier auf dem iPhone 6 das mal einen Tag so benutzt und kann euch sagen, läuft alles gut, schnell, flüssig, stabil, Akkulaufzeit ist gut und auch die Konnektivität hier vom WLAN und dem ganzen Kram, alles tippitoppi. Ich wette mal darauf, das ist für die Apple-Kreditkarte, was hier abgezogen wird und ich vermute mal, also ich habe mal so in den Kalender reingeschaut, wir haben noch so Zeit für 1 bis maximal 2 Beta-Versionen, bis iOS 13 dann Anfang Juni schon in der ersten Beta aufschlägt. Also ich denke mal, wir bekommen jetzt noch jede Woche eine weitere Beta und dann ist hier Feierabend für die älteren Gesellen. Tja, schon irgendwie schade. Aber es muss weitergehen, Freunde. Und das wird es dann auch beim nächsten Beta-Video. Bleibt einfach dran. Ich werde euch informieren, auch wenn es gar nicht so viel mehr zu sagen gibt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.